der Pferdepodcast. Von Island-Pferdereitern für Island-Pferdereiter. Und alle anderen. Wir alle teilen eine Leidenschaft, aber auch ganz persönliche Geschichten und Schicksale. Genau um diese geht es in diesem Podcast. Wunderschöne und traurige Momente. Und eins haben wir alle gemeinsam. Uns verbindet die Leidenschaft zu unseren geliebten Islandpferden. In der heutigen Podcast-Folge mit Pferdeosteopathin Lynn Schmoch aus der Nähe von Hamburg dreht sich alles um das Thema Pferdetraining, das Leben mit den eigenen Pferden im eigenen Offenstall, ihrer Familie, ihrem Hund, Defizite, die Lynn in ihrem Pferdetraineralltag auffallen. Und natürlich gibt es noch den ein oder anderen Tipp für euch im Pferdetraining für euren Alltag. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute zu Gast die liebe Lynn Schmoch. Und in diesem Sinne würde ich auch direkt an dich übergeben, liebe Lynn. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und würdest du dich direkt einfach mal vorstellen? Ja, hallo. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Genau, ich bin Lynn Schmoch, komme aus dem Süden von Hamburg, bin osteopathische Pferdetherapeutin und Trainerin. Genau, das so. Ganz kurz und knapp. Und nebenbei hast du auch noch Kinder, hast einen Alltag, den du bewältigst. Ja, genau. Ja, ich habe zwei Kinder, drei Pferde aktuell und ein Mann, ein Hund, ein Haus, Offenstall. Genau, das ist so ausschlaggebend für meinen Alltag. Langweilig wird Lynn also überhaupt gar nicht. Wir haben uns über Instagram und unsere Heimat und andere Gemeinsamkeiten eigentlich kennengelernt. Lustige Geschichte, vielleicht kommen wir da ja auch noch später dazu. Jetzt hast du erwähnt, du hast drei Pferde. Du hast natürlich drei Islandpferde, oder? Natürlich. Natürlich. Ja, genau. Wie bist denn du zu den Islandpferden gekommen? Also wir sind irgendwann, als ich 12 Jahre alt war, sind wir vor die Tore Hamburgs gezogen. Und genau, in dem Dorf, wo wir dann gewohnt haben, hat ein paar Straßen weiter ein älterer Herr Islandpferde gezüchtet, so als Hobby. Und genau, da ritt immer so ein Mädel mit ihrem Pferd durch die Straßen und ich bin ihr irgendwann hinterhergelaufen. Es hat sich herausgestellt, dass das Sabrina von Tölte Deluxe war. Nicht und, dein Ernst, das ist die Geschichte. Okay, ich habe davon ja nur aus der Ferne schon mal was gehört. Genau, und genau, so bin ich dann irgendwie über Sabrina an die Islandpferde geraten und auch hängen geblieben irgendwie. Mhm. Und bin dann... ich durfte von meinen Eltern aus nie reiten. Ich komme aus einer Nicht-Pferdefamilie. Meine Eltern hatten irgendwie immer Sorge, das wäre zu gefährlich. Und ich wollte es aber immer. Und dann habe ich meine Freizeit in diesem kleinen Stall damals verbracht mit Sabrina. Wir haben uns um die Pferde dort gekümmert. Und ich habe dann irgendwann heimlich angefangen zu reiten. Habe es meinen Eltern nicht erzählt. Okay, und ups. Wir sind dann immer ausgeritten und irgendwann bin ich mal nach Hause gekommen abends und es war einfach so cool und ich habe mich so gefreut und ich war so glücklich und dann ist es mir so rausgerutscht. Und während ich das so sagte, guckte ich meinen Vater an, so mit aufgerissenen Augen. Er guckte mich mit aufgerissenen Augen an und ich dachte mir so, ups. sie fanden es nicht so cool. Nach langem Hin und Her sollte ich dann in den Ferien so einen Reitkurs machen oder so einen Hof zwei Wochen verbringen. Und dann waren meine Eltern der Meinung, ich könnte reiten. Und dann durfte ich auch offiziell auf diesen Hof oder bei dem Züchter dann die Pferde mitreiten und genau so bin ich an die Islandpferde gekommen und habe reiten gelernt. Also meine Eltern glaubten halt, ich könnte dann reiten. Wie alt warst du zu dem Moment? Entschuldigung. So 12. 12, okay, ja, okay. Genau, und da habe ich dann auch kurz danach meine erste Stute Brana kennengelernt, die ich auch immer noch habe und ja. So kam ich zu meinem ersten Islandpferd. Und wie kam es dann dazu, dass ihr die gekauft habt? War sie Reitschulpferd oder? Nee, die kam damals vom Beritt und wir haben uns da um alle Pferde gekümmert, die so kamen. Und ich sollte sie dann als Handpferd reiten, mich um sie kümmern. Und ich fand sie damals total doof, weil sie beim ersten Ausritt als Handpferd gleich mit mir gestiegen ist, weil sie sich mit der anderen Stute da gestritten hatte, so ungefähr. Und was hat nicht lange gedauert und dann war das irgendwie so,
ich wollte sie halt behalten, weil sie einfach großartig war. Und dann nach ein paar Diskussionen mit meinen Eltern durfte ich sie dann kaufen. Und du hast die dann selber gekauft von deinem eigenen Geld oder haben deine Eltern dir so einen Vorschuss gegeben, was du abarbeiten musstest? Ich meine, mit 12 verdient man jetzt ja noch nicht so viel Geld, ne? Nee, das stimmt. Also ich sag mal, ich hatte sozusagen, weiß nicht, man kriegt ja immer mal was geschenkt und ich hatte das alles gespart und mein Opa hatte dann auch irgendwie was dazu gegeben und so kam es dann. Also es wurde von allen Seiten was dazu gegeben und ich habe aber ab dem Zeitpunkt, ich war damals 15, immer gearbeitet. Also ich habe, ob es denn, weiß nicht, am Anfang natürlich, weil ich noch nicht so alt war, habe ich dann in den Ställen dann gearbeitet, wo mein Pferd stand, sodass sie günstig stand. Später hatte ich dann mindestens 2 bis 3 Nebenjobs teilweise, um das alles so Wow. zu finanzieren. Also meine Eltern standen immer hinter mir, aber mein Bestreben war es immer, das alles so alleine zu wuppen. Das ist, also ich finde das wahnsinnig, weil in dem Alter ist ja auch so ein bisschen die Phase, wo dann die, ja, wir nennen das jetzt mal liebevoll Pubertät, was unsere Eltern uns in dem Alter immer gesagt haben, ich hasse dieses Wort, ich hasse dieses Wort. Ja. War das bei dir auch da? Also, dass dann mal die Phase kam, oder war dann ein Freund oder andere Dinge waren spannender, wo das Pferd dann zu kurz kam? Nee, das gab's für mich nicht. Das war meine Priorität Nummer 1. Also Echt? es Ja. gab da natürlich auch mal einen Freund oder so, aber es war immer, ich habe auch nie lang so mit Partys und so, es war immer, ich wollte am nächsten Tag zum Pferd. Oder ich habe viel auch so auf bei Partyveranstaltern oder so gearbeitet, damit ich dann zwar irgendwo Party machen konnte, aber dann am nächsten Tag rechtzeitig wieder zum Pferd konnte und Geld verdient hatte. Okay, ja, cool, sehr cool. Okay, also jetzt wissen wir, wie du zu Pferd Nummer 1 gekommen bist. Wie bist du zu Pferd Nummer 2 gekommen? Oh. Ja, das ist eine längere Geschichte. Ich habe ja, durch meine Stute Brana bin ich ja auch so ein bisschen auf meinen Weg gekommen, dass ich dann die Ausbildung zur osteopathischen Pferdetherapeutin gemacht habe. Okay. Ich habe eigentlich nach der Schule erstmal studiert. Also ich habe Innenarchitektur studiert und habe auch fast 4 Jahre in dem Bereich gearbeitet. Und ich wusste immer, eigentlich würde ich gerne mit Pferden arbeiten. So, und aber ich habe nie diesen Weg gesehen, wie das sein könnte, so, weil das irgendwie alles, was ich bis dahin kannte, war, das hat so nicht so mit mir so harmoniert, sage ich jetzt mal. Und dann nach meinem Studium bin ich auch wieder nach Hamburg zurückgekommen und dann hatte Brana das erste Mal eine Sehnenentzündung. Und dann sind wir in so einen Teufelskreis von Sehnenentzündung irgendwie reingekommen. Also sie hat gelahmt, dann kam der Tierarzt, dann muss man ja erstmal warten, bis die Entzündung raus ist, dann hat man Aufbautraining und dann hieß es ja, jetzt können wir wieder anfangen zu trainieren. Dann habe ich mich mit meinem Trainer zusammengesetzt und der hat gesagt, ja so und so, habe ich drauf gehört, dann hatte ich einen Osteopathen da oder einen Therapeuten halt und aber es immer wieder fing sie an zu lahmen und ich kam aus diesem Teufelskreis einfach nicht mehr raus. Und ich war sehr frustriert zu dem Zeitpunkt irgendwann. Und habe dann überlegt, so, okay, so wie ich es gerade mache, kann es ja nicht funktionieren, weil es ja immer wieder kommt. Und habe dann angefangen, mich mit dieser ganzen Thematik einfach zu beschäftigen und habe Bücher gelesen. Und habe auch dann zufällig, ich bin immer viele verschiedene Pferde für andere Leute dann geritten, weil meine Stute ja nicht reitbar war, die Möglichkeit gehabt, mit einer der Stuten, die ich da geritten bin, bei einer klassisch barocken Trainerin Unterricht zu nehmen, mit dieser Isländer Stute. Und dadurch hat sich mir so eine ganz, ganz neue Welt eröffnet, weil das war irgendwie, es war ein ganz anderes Reiten als das, was ich bis dahin kannte. Und die Trainerin hat mir sehr viel, ich sag mal so, mehr das große Ganze nochmal erklärt oder so nahegebracht, wie jetzt Hilfen wirken und was man damit bewirkt. Und gleichzeitig bin ich dadurch an die Arbeit am kurzen Zügel gekommen, was ja eine Möglichkeit ist, ein Pferd vom Boden aus zu gymnastizieren. Und genau, ich war mit dieser Trainerin, das war irgendwie so eine Erleuchtung. Ich konnte der Fragen ohne Ende stellen. Die hat mir alles beantwortet. Es gab keine doofe Frage. Und das war für mich damals irgendwie so, ja, weiß ich auch nicht, so eine irgendwie
Eine Offenbarung will ich nicht sagen, aber es war einfach so eine ganz neue Welt. Und ich habe damals dann die Möglichkeit bei ihr wahrgenommen, ihre Pferde sind auch gleichzeitig Lehrpferde. Und ich konnte da so eine Zehnerkarte kaufen und habe gedacht, cool, mache ich. Dann lerne ich mit ihren Pferden erstmal diese Arbeit am kurzen Zügel und kann das dann wiederum nutzen, um mein Pferd vom Boden aus zu gymnastizieren, in der Hoffnung, dass wir aus dieser Sehengeschichte halt rauskommen. Und ja, dann bin ich dann damals dahin. Die hat fast nur so iberische Pferde gehabt, also Lusitanos und Spanier. Und ich habe dann angefangen, mit diesen Pferden diese Arbeit am kurzen Zügel zu lernen. Und ich bin jedes Mal da weggefahren und war so auf Wolke 7. Es war einfach so cool, weil da so eine Leichtigkeit dahinter steckte. Und ja, dann habe ich angefangen und bin im Unterricht diese Pferde auch noch ohne Sattel geritten. Und in so einer super kleinen Halle sollte ich dann auf dem Zirkel ohne Sattel galoppieren. Und ich dachte mir so, naja gut, machen wir mal. Bin angaloppiert, hat auch alles geklappt und dann bin ich verrutscht, weil ich das Gleichgewicht verloren habe. Und das Pferd ist in den Außengalopp gesprungen. Und die Trainerin sind, ach, musst nicht nur wieder gerade hinsetzen, dann springt er von alleine wieder um. Ich so, okay, habe ich das gemacht? Und das Pferd ist wieder auf den Handgalopp umgesprungen. Und ich saß da drauf und dachte mir, krass, was war das denn? Und das kannte ich von den Isländern halt nicht, so diese feine Einwirkung. Genau. Und ich bin damals da weggefahren und habe gedacht, das möchte ich lernen. Ich fand es so cool, diese andere Art des Reitens. Und habe dann irgendwann entschieden, meinen alten Job zu kündigen, meine Wohnung zu kündigen, sozusagen mein altes Leben hinter mir zu lassen und habe auf dem Hof ein Praktikum angefangen. Und habe da 5 Monate verbracht und von dieser Trainerin gelernt. Und danach habe ich mir gedacht, ich möchte ein Pferd ausbilden, was auch so fein an den Hilfen ist. Und dann, Brana war zu dem Zeitpunkt nicht mehr reitbar und dann habe ich mir ein neues Pferd gesucht. Und so kam ich zu Pferd Nummer 2, was ich ganz Oh, anders ausbilden wollte. wolltest, da müssen wir gleich drauf eingehen. Aber ich muss gerade sagen, es ist echt so, kurzes Feedback, die ersten Podcast-Folgen sind schon online. Wir drehen gerade neue Podcast-Folgen, da bist du einer unserer neuen Gäste. Und meine Mama hat mir die letzten Tage Feedback gegeben zum Podcast und die reitet mich. Hat auch nichts mit Pferden zu tun, hat sich den Podcast angehört und meinte, boah, so krass inspirierend, diese Geschichten, obwohl sie nichts mit Pferden zu tun hat. Und ich dachte jetzt wieder so, wow, wie krass, das wusste ich gar nicht. Wir haben schon oft geredet und du hast das auch schon mal erwähnt, kann mich daran erinnern. Aber dass du alles so stehen und liegen lassen hast, quasi, und dann gesagt hast, okay, nee, ab jetzt beginnt so ein neues Kapitel wegen oder für die Pferde, dachte ich gerade so, wow. Und du hast so ein bisschen die Tränen in den Augen, also heulen ist jetzt, wäre jetzt übertrieben an der Stelle, glaube ich, aber ja. Es war aber auch eine Entscheidung für mich, so, weil ich zu dem Zeitpunkt irgendwann gemerkt habe, ich bin in dem Leben, was ich zu dem Zeitpunkt gelebt habe, 10 Stunden im Büro, abends im Stall mindestens noch so 2, 3 Pferde reiten. Und ich habe nur für den Abend gelebt, nur fürs Reiten und für die Dinge, die ich dort erlebt habe. Und ich habe halt auch ein Stück weit gedacht, so möchte ich halt auch nicht weiterleben. Und ich möchte das machen, was mich glücklich macht. Und ich möchte jeden Tag gerne aufstehen und nicht morgens aufstehen und denken, hoffentlich ist der Tag bald vorbei, damit ich abends in den Stall kann. Also es war auch eine Entscheidung für mich, weil ich halt ein glücklich oder ein zufriedenes Leben führen wollte. Wie ist das denn so, wenn du im Moment morgens aufstehst? Stehst du gerne morgens auf? Ja. Ja, mega. Und Also, wie, ja. man hat natürlich seine Höhen und Tiefen mit kleinen Kindern. Aber ich liebe das einfach. Also ich liebe die Arbeit mit den Pferden und ich liebe auch das mit den Kindern, auch wenn es teilweise sehr herausfordernd ist. Ich mache das alles total gerne. Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus, so ein typischer Alltag? Du hast es eben, oder ich weiß es ja auch erwähnt, du stehst immer früh auf, aber erzähl uns doch mal, wie so ein Tagesablauf bei dir ist mit deinen ganzen Familienmitgliedern. Ja, also ich stehe so 5, halb 6 auf, gehe dann erstmal Pferde versorgen. Also wir haben zurzeit 5 Pferde im Offenstall stehen und die stehen direkt um die Ecke hier bei mir. Ich gehe da morgens hin.
Dann bin ich so gegen 7 ungefähr zu Hause. Dann frühstücken, Kinder fertig machen, denn meine Tochter geht in die Schule, mein Sohn noch in den Kindergarten, dann bringe ich den weg und dann bin ich meistens so gegen 9 Uhr wieder bei den Pferden und habe dann so bis 12 Uhr Zeit für meine Pferde. Ja, und dann muss ich den Kleinen wieder abholen, dann kommt meine Tochter aus der Schule und dann ist eigentlich bis abends, ja, Kinder, der Hund, teilweise nachmittags nochmal Pferde versorgen. Und dann, wenn ich Glück habe, schlafe ich nicht mit den Kindern abends ein und habe noch ein paar Stunden abends für mich sozusagen. Ja. Genau, und am Wochenende und freitags arbeite ich. Zurzeit habe ich mittlerweile dienstags auch den ganzen Tag Zeit, um zu arbeiten. Also das heißt, meine Kinder sind bei meinen Eltern nachmittags. Ja, das ist so mein Alltag. Es hört sich auf jeden Fall sehr voll an und sehr stressig und mit keiner Lücke, um mal durchzuatmen. Jetzt hast du erwähnt, dass du auch noch arbeitest, Wochenende, dienstags. Was machst du dann? Also, wie kann ich mir das vorstellen, deine Selbstständigkeit quasi? Und ja, eigentlich hätte ich noch die gleiche Frage in dem gleichen Moment. Wie meisterst du dann deinen Alltag immer so? Also, was kannst du anderen vielleicht mit an die Hand geben an Tipps, wie man so viele Pferde, Kinder, Hund, Mann, Familie unter einen Hut bringt? Also arbeiten bedeutet bei mir mittlerweile eigentlich hauptsächlich Beritt und Unterricht. Ich habe ja vor ungefähr 6 Jahren diese Ausbildung zur Pferdephysiotherapeutin gemacht, Osteopathin. Und ja, es ist so, ich habe teilweise das dann auch über längere Zeit gemacht, diese Osteopathie, und habe aber immer wieder festgestellt, ich behandle ein Pferd und dann komme ich nach ein paar Monaten wieder und das Problem besteht immer noch oder wieder. Und das ist ja immer so, den Pferdebesitzern fehlt es oft an Unterstützung, das Training so zu verändern, dass das Problem des Pferdes behoben werden kann, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich irgendwann angefangen und habe gesagt, so, es frustriert mich zu sehr. Ich gehe sozusagen mehr ins Training und unterstütze den Pferdebesitzer darin, das Pferd und zu verstehen, also Anatomie und Biomechanik, und ihm dann zu zeigen, wie er mit seinem Training gezielt darauf einwirken kann. Also was unser Reiten macht, was die Bodenarbeit macht. Und genau, das ist sozusagen eigentlich meine Hauptarbeit. Also in der Hinsicht Beritt und Unterricht biete ich an. Genau. Und mein Alltag, wie man, ja, also mir fällt manchmal abends auf, dass ich den ganzen Tag nicht gesessen habe, als außer auf dem Pferd sozusagen. Es ist so, dadurch, dass ich das mit den Pferden auch so unglaublich gerne mache, ich möchte es nicht missen, ist es so, das treibt mich an. Das ist sozusagen die Energie, ich bekomme da so viel Energie durch, dass ich den Alltag irgendwie meister. Und ansonsten, Kinder und Pferde haben meiner Meinung nach ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Sie spiegeln uns unglaublich und bieten uns dadurch unglaublich viel Wachstumspotenzial in allen Situationen. Und ich habe über die Jahre gelernt, das anzunehmen und zu schauen, wenn es stressige Situationen mit den Kindern gibt, was passiert hier gerade und warum passiert es hier gerade? Und dann habe ich dann gelernt, damit umzugehen, das anders zu betrachten. Und dann nimmt man sich, oder merke ich, dass ich mir dadurch den Druck in vielerlei Hinsicht nehme. Und dadurch bekommt der Alltag mehr Leichtigkeit. Wenn ich nicht sage, das und das läuft alles scheiße, sondern okay, irgendwie läuft es hier gerade unrund, warum? Und es nicht abwerte sozusagen. Und ja, das ist so ein bisschen, ich sag mal, meine Herangehensweise an den Alltag, gerade mit den Kindern. Und dadurch, weiß ich nicht, ist das irgendwie, ich sehe das immer gar nicht als so schwierig an oder so, ich will nicht sagen, jedoch herausfordernd ist es, aber es ist keine Last. Ja, ich Also finde weißt ich du, was mega. meine? Ja. Ja, aber ich finde das mega. Ich weiß ja, dass du sagst oft, du bist dann abends müde oder so, aber es ist halt immer, ja, du machst das immer gerne, jeden Tag wieder. Also man ist mal müde, man mag vielleicht mal nicht aufstehen, weil man sagt, boah, die Nacht war jetzt kurz oder so, aber dieses jeden Morgen aufstehen ist, glaube ich, das
das Allerwichtigste. Ja. Und ich weiß, es läuft auch bei den Pferden nicht immer so ganz so rund. Wie machst du das? Deine Stute, deine eine Stute, die Aura, hat ja auch immer wieder mit Atemwegsproblemen zu kämpfen. Dadurch haben wir uns auch relativ viel ausgetauscht. Wie gehst du damit um, wenn im Alltag dann auch noch, wenn es dann einem Pferd nicht gut geht? Ja, also auch da habe ich irgendwie für mich, wir haben seit, ich sag mal, gut einem Jahr diese Thematik mit der Atmung. Hat mich natürlich am Anfang auch mega gestresst, weil ich es bis dahin, ich kannte es nicht, also was heißt, ich kannte es nicht, ich hatte diese Problematik irgendwie nie. Und ich habe auch da gelernt, erstmal jeden Tag sozusagen es zu nehmen, wie es ist. Also nicht hinzugehen und zu sagen, ach, jetzt ist die Atmung heute wieder schlecht, na toll, sondern ich gehe dann immer hin und gucke, okay, wie ist es, was kann ich für sie tun? Und ich habe mich da auch reingearbeitet und klar, ich habe erstmal die Haltung optimiert, ich bedampfe das Heu, sie inhaliert mittlerweile jeden Tag und ich weiß mittlerweile, wie ich sie mit dem Training unterstützen kann und ich gucke halt einfach jeden Tag aufs Neue, wie ist der Stand heute? Und je nachdem, wie die Atmung ist, weiß ich, wie ich sie mit dem Training entweder unterstützen kann oder einfach normal trainieren kann. Ich weiß ja auch, wo ich trainingsmäßig hin möchte, wie ich sie aufbauen möchte. Und habe mir dadurch extrem den Druck rausgenommen, dass das jetzt, also es zu bewerten, wie die Atmung ist. Und ich habe, es klingt blöd, ich habe das Gefühl, dass es besser wird dadurch. Doch, das glaube ich sofort. Also es hört sich sehr spirituell immer an, aber wenn man sich selber so reinstresst, ist man definitiv nicht, tut man seinem Pferd, glaube ich, definitiv nicht gut. Nee, auf keinen Fall. Also ich glaube, da kann man ganz sicher sein. Bedeutet das für dich mehr Aufwand im Alltag? Inhalieren, bedampfen, Training anpassen? Also ich sag mal, es war natürlich am Anfang war es eine große Umstellung. Das mit dem Bedampfen, anfänglich habe ich auch gewässert, was ja, naja, müssen wir nicht drüber reden, wie toll es ist und wie viel Spaß das macht. Von daher war das ab dem Moment, wo wir den Bedampfer hatten, ein Game Changer. Aber es ist dadurch, dass ich eh den Stall machen muss und Aura ist halt einfach so cool, ich kann die mit dem Inhalator dahinstellen. Sie steht angebunden da auf dem Putzplatz und ich kann nebenbei den Stall machen. Oder ich mache sie dann halt fertig, je nachdem, weiß ich nicht, wie dreckig sie ist, braucht man ja auch manchmal ein bisschen länger. Oder jetzt im Fellwechsel putze ich sie halt nebenbei. Und dann ist es einfach, naja, trainieren machen wir ja so oder so. Ne? Also ja. Bewegen tue ich sie ja im Anschluss eh. Und dadurch, genau, ich fange das immer entweder mit Stallarbeit oder mit Putzen und so ab. Ja, das, ich kenne das tatsächlich ja aus dem Alltag. Von daher. Ja, man kriegt es auf jeden Fall irgendwie hin. Es dauert Zeit, aber irgendwann ist das so ein Teil des Alltags, ne? Ja, man gewöhnt sich ja dran und man lernt ja auch so zu, oder weiß ich nicht, wenn man den Stall eh selber macht, dann hat man ja so seine Abläufe, die man dementsprechend anpasst. Apropos Training, wir haben das eben kurz angeschnitten, du hast gesagt, du trainierst sie eh, du hast kurz schon deine Barock-Inspiration angesprochen, dein Trainingsansatz, du trainierst andere Pferde, du trainierst deine Pferde, du gibst Unterricht, du machst Beritt. Was ist dein Trainingsansatz? Wie trainierst du deine Pferde? Wie trainierst du andere Pferde? Worauf legst du besonders Wert? Welche Techniken, welche Methoden, welche Übungen? Nehmen uns da mal mit. Also erstmal würde ich sagen, ich trainiere alle Pferde gleich, also beziehungsweise immer so, wie es das Pferd braucht quasi oder dem Ausbildungsstand entsprechend und ich würde sagen, ich habe keine Methode in der Hinsicht. Ich glaube, ich kann sagen, ich trainiere so nach dem klassischen Prinzip. Also was mir unglaublich wichtig ist, dass man sich viel Zeit nimmt für die Basis, also die Grundausbildung, dass die Pferde die Hilfengebung wirklich verstehen und lernen, sich fallen zu lassen, losgelassen sind. Also ich würde sagen, so mentale und körperliche Losgelassenheit ist so für mich mit das Wichtigste. Ich finde, das ist
sollte die Basis so für alles sein. Und ja, und dann ist es das Klassische, wie man das irgendwie so kennt. Und Seitengänge vorwärts, abwärts fängt es an, dann Muskelaufbau, Rumpftragaparat aufbauen, dann Seitengänge erarbeiten. Genau, und bei den Isländern halt auch den Töltern. Das ist dein Trainingsansatz. Was sind denn so typische Probleme, Themen, die bei deinen Beritt- und Trainingspferden auftauchen und wo du manchmal vielleicht auch die Hände über dem Kopf zusammenschlägst und sagst, oh mein Gott, was ist hier schiefgelaufen? Oder wie konnte das passieren? Gibt es da was, was dir einfällt? Also das, worauf ich irgendwie immer wieder stoße, vor allem, sag ich mal, wenn ich so neue Kunden habe, beziehungsweise ich habe letztes Jahr zwei neue Kunden dazu bekommen, die sich ein sehr junges Pferd gekauft haben, was gerade sozusagen aus dem Beritt kam oder aus dem Anreiten kam. Und das, was ich immer wieder feststelle, ist, dass, ja, dass den Pferden es einfach unglaublich an Losgelassenheit fehlt. Also die sind ganz oft haben die sehr viel Stress im Training, beim Reiten, sind so ja, im Fluchtmodus sozusagen die ganze Zeit, und können sich nicht fallen lassen, haben nicht gelernt, sich selber auszubalancieren. Die meisten Pferde können sich auch wirklich nicht gerade unterm Reiter vorwärts, abwärts strecken. Also das sind so Dinge, die mir halt immer sehr auffallen. Und dass die Pferdebesitzer sich immer unglaublich viel Stress machen, was sie alles machen müssen, sich dann auch sehr darauf fokussieren, was alles nicht klappt. Und dadurch halt ganz oft auch der Stress, den der Pferdebesitzer, der Reiter sich macht, dann zusätzlich nochmal aufs Pferd übertragen wird. Und das hat teilweise, ja, das sind so, sag ich mal, so die Hauptthemen, die mir dann auffallen. Und dann auch, dass so viele Dinge Feines einwirken und das Zusammenspiel der Hilfen. Das sind auch oft Dinge, die so gar nicht, vielen gar nicht so bewusst sind, wann sie was eigentlich genau tun und womit sie was beim, also mit welcher Hilfe sie was beim Pferd erreichen oder bewirken können. Okay, das sind jetzt schon total viele Themen. Ich glaube, ich habe wieder schon das eine oder andere vergessen. Ich kann mir so schlecht Dinge merken, aber woher glaubst du, rühren diese Probleme wie, okay, Pferd ist nicht losgelassen, kann sich nicht vernünftig vorwärts, abwärts dehnen, Reiter machen oder Pferdebesitzer, vielleicht reiten die auch gar nicht, vielleicht machen sie nur Bodenarbeit, machen sich zu viel Stress, Bewusstsein für Hilfen ist nicht da. Woher glaubst du, kommt das? Also Reiter macht sich zu viel Stress, hat, glaube ich, mittlerweile auch ganz viel sozusagen mit den sozialen Medien zu tun. Man kriegt ja mittlerweile unglaublich viel mit und sieht, also es wird ja auch viel nur gezeigt, was bei anderen alles klappt. Und dann sehen Pferdebesitzer, die bei den anderen klappt's, aber bei mir nicht. Warum klappt's bei mir nicht? Und dann entsteht, finde ich, immer so ein Teufelskreis. Und auch so ein bisschen, teilweise habe ich das Gefühl, so eine Schockstarre ist es nicht, aber dann mache ich lieber gar nichts, bevor ich es falsch mache. Und genau, und bei der Pferdeausbildung ist einfach ganz oft, die Pferde werden halt teilweise schnell fertig gemacht, um verkauft werden zu können. Und da bleibt dann so wenig Zeit auch für jedes einzelne Pferd im Sinne für das Pferd mit seiner Persönlichkeit, mit seinem Charakter. Der eine braucht ja mehr Zeit, weil er vielleicht auch nicht so gelassen ist wie das andere Pferd. Und da wird oft sehr wenig drauf eingegangen. Und ich glaube, da kommen viele Probleme einfach her. Ja, finde ich auch ein spannendes Thema. Ich glaube tatsächlich, dass du da vielen aus der Seele sprichst. Und lustigerweise ist das ja auch einer der Ansätze, der wirklich von uns von Easyflix mitkommt, weil dass wir auch gesagt haben, okay, die Videos, die wir zeigen, da muss echtes Training gezeigt werden und da müssen Fehler gezeigt werden, weil das, was wir in Social Media sehen, alles ist immer perfekt, das ist leider nicht die Realität. Ja, ist so, Ja. auf jeden Fall.
Und auch dieses Thema mit der Ausbildung ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema. Natürlich steckt Geld dahinter, ja. Wer Geld verdienen will, muss schauen, wie er sein Geld verdient. Und da spielen wir selber auch, glaube ich, alle eine wichtige Rolle, dass wir uns bewusst machen, okay, wenn wir ein gut ausgebildetes Pferd haben wollen, kostet dieses einfach auch dementsprechend mehr. Und wenn ein fünfjähriges Pferd in Anführungsstrichen nur 8.000 Euro kostet und wir und die Kosten im Jahr mal rechnen, dann wissen wir ganz, ganz, ganz schnell, dass da gar nichts mehr übrig bleibt. Ja, ich frage mich dann immer, wird das denn nicht eigentlich schön gerechnet? Weil am Ende ist es doch, wenn dann diese ganzen Probleme kommen mit dem Pferd, weiß ich nicht, ich habe das so oft erlebt schon, dass teilweise aus diesen Pferden halt einfach auch keine Verlasspferde werden. Na, also ja, weiß ich nicht, ich habe da auch gerade letztes Jahr so zwei Kandidaten gehabt. Da hat es dann irgendwann mit Pferd und Mensch auch einfach nicht gepasst und die mussten sich voneinander trennen, weil das Pferd einfach nicht diese Gelassenheit an den Tag gebracht hat und diese Zeit und dieses Geld, was in dieses Pferd eigentlich wieder rein investiert werden musste, um diese ganzen vorherigen Erlebnisse oder die vorherige Ausbildung zu überschreiben, da war das Geld dann auch nicht da. Also musste man sich von diesem Pferd trennen und das Pferd ist dann weitergereicht worden. Also weiß ich nicht. In dem Moment, wo man in eine gute Grundausbildung investiert, es ist halt einfach ein Fundament wie bei einem Haus. Und wenn wir wirklich dafür sorgen, dass wir ein gutes Fundament haben, auf das wir aufbauen können, da lohnt sich ja jede Minute, die man da rein investiert hat. Weil das, was am Anfang länger dauert, geht am Ende schneller, wenn man es richtig macht. Jetzt sprichst du von gutem Fundament. Was bedeutet für dich denn so ein gutes Fundament? Ist das ein Pferd 3 Monate in Beritt geben und dann ist es eingeritten? Jein. Also man kann ja sagen, man gibt ein Pferd 3 Monate in den Beritt und dann aber nicht zu sagen, okay, dann muss es nach den 3 Monaten XY können, sondern zu sagen, nimm bitte mein Pferd für 3 Monate und dann wird es diese 3 Monate begleitet. Klar gibt es irgendwo ein Ziel, aber die Frage ist, kommt man bei dem Ziel an? Sondern das Pferd gibt ja das Tempo vor. Und dann kommt man halt so weit, wie man in diesen 3 Monaten kommt. Aber das Pferd hat das bis dahin alles in Ruhe gelernt und man kann es danach auch jederzeit immer wieder abrufen. Und das Pferd hat vor allem eine mentale Losgelassenheit und ist nicht Also gestresst. glaubst du, dass es da zu einem Umdenken der Besitzer kommen muss an der Stelle oder auch von allen Seiten, Trainern und Besitzern? Naja, also theoretisch von allen Seiten. Nur der Pferdebesitzer, es gibt ja nun mal diese Profis und man vertraut denen ja. Also der normale Freizeitreiter geht ja zu einem Trainer und denkt sich, naja, das ist ja ein Profi, das ist sein Job, der weiß ja, was er tut. Und wenn der sagt, dass das richtig ist, dann muss das ja richtig sein. Und in dem Moment verlassen sich die Leute da drauf und merken dann aber irgendwann, funktioniert ja doch nicht. Also es muss schon von beiden Seiten, einerseits von den Trainern, das Umdenken stattfinden und dann muss natürlich auch wieder von den Pferdebesitzern irgendwo zum einen der Wille da sein, mehr Zeit und aber auch Geld da rein zu investieren in diese Ausbildung. Siehst du dann aber auch Defizite in der Ausbildung von Pferden? Also ja, du hast es angesprochen, Losgelassenheit und so weiter. Liegt es dann an der Ausbildung der Pferde oder liegt es an der Ausbildung vom Reiter? Beides. Ja, also in erster Linie natürlich an der Ausbildung des Pferdes. Und dann aber auch der Reiter lernt ja dann dieses Pferd, ich sag mal, zu bedienen, das dann so ausgebildet ist. Also auch der Reiter lernt es ja ganz oft nicht anders. Wenn ein Pferd von Trainer X ausgebildet wird, dann lernt ja auch der Reiter von Trainer X dieses Pferd zu reiten. Und dann hat man ja schon, sage ich mal, kommen ja beide aus der gleichen Schule. Und da Ja, ist ja der absolut. gleiche Ansatz da. Ja, absolut. Wie würdest du denn oder an welcher Stelle würdest du die Islandpferdewelt jeden Tag ein kleines bisschen besser machen wollen? Oder wie machst du das?
Ja, also mir ist halt immer so wichtig, erstmal, dass der Reiter an sich auch einfach erstmal den Druck so rausnimmt, dass auch viele Dinge gar nicht so negativ bewertet werden, wenn Dinge nicht klappen. Das sind ja immer Lerngeschenke. Also da können wir ja nur von lernen. Und in dem Moment, wo wir als Mensch oder als Pferdebesitzer uns erstmal den Druck rausnehmen und sagen, da ist dieses Pferd und es bringt mir XY mit und ich kann daraus was lernen, ich kann persönlich daran wachsen, gehen wir ja schon mal dem Pferd gegenüber, also treten wir dem Pferd anders gegenüber. Und dann ist es so, dass ich finde, dass der Pferdebesitzer an sich auch viel mehr das System Pferd verstehen sollte, im Sinne von Anatomie und Biomechanik, um auch bewerten zu können, wie ist der Trainingszustand von meinem Pferd? Warum läuft es auf der Biegung vielleicht so und so? Warum bricht es mir die Schulter aus? Das hat ja in der Regel auch erstmal was mit der Biomechanik zu tun, mit der natürlichen Schiefe zu tun. Und dann, dass der Reiter dann auch weiß, wie er gezielt darauf einwirken kann. Also mir ist es so wichtig, dass so dieses große Ganze verstanden wird, dass man nicht immer nur hier mal eine Vokabel bekommt, da mal eine Vokabel bekommt, sondern dass der Pferdebesitzer das Pferd anguckt und sagt, okay, ich verstehe es und ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Und wenn ich nicht weiter weiß, dann muss ich halt fragen. Aber dass auch das dann okay ist, zu fragen und die Lösung vielleicht nicht alleine parat zu haben. Jetzt haben ja deine Reitschüler dich natürlich an der Hand, was ja das Nonplusultra ist. Was kannst du aber jemandem mit an die Hand geben, der vielleicht nicht bei dir in Norddeutschland um die Ecke wohnt, der deine Hilfestellung ja, sich zugute machen kann? Was wäre mal ein guter Start? Gibt es irgendwie Kurse, Plattformen, Trainer, Bücher, ja, Lektüre? Irgendwelche Sachen, die dich selber auch inspirieren oder die du gemacht hast, wo du sagst, hey, das kann ich euch empfehlen. Ich habe meine Ausbildung ja bei Walter Böller gemacht bei der Fachschule und die haben auch einige Bücher, weiß ich nicht, einmal überbaut, immer überbaut, wo man dann auch einfach so versteht, was das Training mit dem Körper machen kann. Genau, und sie hat noch andere Bücher, die kann ich auf jeden Fall empfehlen und es gibt ja viele klassische Reitlehren auch, wo man sich Inspiration holen kann. Und letztendlich finde ich es einfach auch wichtig, über den Tellerrand zu gucken. Weil ja, wir haben alle Islandpferde, aber Islandpferde sind halt auch nur Pferde, in Anführungsstrichen. Sie sind genauso gebaut wie alle anderen Pferde. Ja, sie haben ein bis zwei Gänge mehr, aber es ist dann auch eigentlich nur eine Gangart, die ja ein Stück weit genauso geritten wird wie alle anderen Gangarten. Vielleicht mit einer anderen Körperspannung, aber wir können sie genauso in den Seitengängen, kann uns alles reiten. Und von daher auch wirklich immer zu sagen, über den Tellerrand zu gucken und sich in anderen Bereichen zu informieren. Vor allem, wenn es dann auch um die Persönlichkeit des Pferdes geht. Okay, ich hoffe, dass das jetzt schon mal vielen weiterhilft. Wenn jemand in Norddeutschland wohnt, hast du noch Kapazitäten frei? Ja, teilweise auf jeden Fall. In Und man welchem kann. Umkreis? In welchem Umkreis bist du? Also ich bin im Süden von Hamburg unterwegs und es gibt mittlerweile aber auch die Möglichkeit, zu mir zu kommen mit seinem Pferd und ich biete auch Unterricht, bedingt Unterricht auf meinem Pferd an. Wie sieht das aus mit Online-Unterricht? Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch Aber gut. nicht. Also die Möglichkeit bestünde. Ja, vielleicht. Genau. Last but not least, abschließende Frage. Was möchtest du noch loswerden an unsere Island-Pferde-Community, alle Zuhörer, die jetzt den Podcast hier heute hören? Irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt? Ich habe irgendwann so diesen Gedanken gehabt, das Reiten darf leicht sein. Ich habe immer irgendwie lange Zeit gedacht, so dass das viel mit so, dass das Kraft kostet, dass das anstrengend ist, dass das mit Druck zu tun hat. Aber all das ist es nicht. Es ist leicht und es darf leicht sein. Und ja,
kommen immer wieder an so Herausforderungen. Und es hat auch nicht damit zu tun, dass wir jetzt nur noch am Langzügel durch den Wald bummeln sozusagen. Aber es ist so, dass diese Leichtigkeit in das Reiten kommen darf und die Freude viel mehr so einen Stellenwert da haben darf. Ich glaube, das waren gute abschließende Worte. Ich kann dem auf jeden Fall nur zustimmen. Ich danke dir für deine Zeit, für Ich die danke dir. mega inspirierenden Worte. Und ich hoffe, dass das auch ganz vielen, ja, ein bisschen Mut gibt. Ich glaube, jeder kann oder viele können sich ganz viel von dir abschauen. Thema Kind, Thema Pferd, Thema Hund, Selbstständigkeit. Ich ziehe auf jeden Fall den Hut davor und bis ganz bald, Lynn. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.